Willkommen zur ASMR-Folge von Black Zed, Under the Skin. Letztes Mal sind wir bei Desmond O'Leary eingebrochen. Und darum müssen wir heute auch ganz, ganz leise sein, damit er uns nicht erwischt. Außerdem geht mir beim Flüstern voll einer ab. Da wäre ich schon echt spitz und... Was ist denn da jetzt los? Och nee, oder? Alter, das ist nicht euer Ernst jetzt hier. Heiratet da jetzt schon wieder einer hier oder was? Oh, ich hätte mich neben diese scheiß Kirche ziehen sollen! Und damit ahoi, Freunde der Sonne, und willkommen zurück auf diesem Kanal mit Folge 6 von Black Zed Under the Skin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich war ja mal Horst Schimanski, hab beim ARD gearbeitet und darum ist unser Becher heute voll mit einem kaltblütigen Gangster, einem weiteren Mord und einer sexy Tennis-Ikone. Und ob mein altes Herz das alles verkraftet, werden wir sehen. Und jetzt müssen wir wieder ganz leise sein. So, dann wollen wir jetzt mal weiterschauen hier. Ein Aquarium. Hier, Jungs, habt ihr irgendwas gesehen? Erzählt mal ein bisschen was hier. Wir müssen eigentlich auch reden können, oder nicht? Wenn hier in dieser Welt die ganzen Tiere hier... Das ist fischrassistisch. Könnte das Irland sein? Ich hab nichts erkannt. Also ja, könnte Irland sein. Da los? Ich würde sagen, das ist auch Irland. Es könnte auch Irland sein. Oha. Was haben wir hier? Eine Lampe? Ah, okay. Das ist Hightech. Hinter dem Gemälde verbarg sich ein komplettes Aktenregister voller pikanter Details aus dem Leben diverser Prominenter. Unter den Buchstaben S bis Z waren fast nur Sportler vorhanden. Hat O'Leary etwa das gemeint, als er sagte, Detektive und Polizisten seien seine Freunde? Wie viele für ihn wohl als Spitzel unterwegs sind? Und wenn ich damit machen würde, wen würde ich dann ausspionieren? Oho, jetzt können wir uns hier prägnante Infos zu allen Charakteren hier holen, oder was? Oder zeig mal her den Lappen. In Bobby Yales Akte konnte ich nur eine Aufstellung seiner unglaublichen Siegesserie als angehender Herausforderer finden. 20 Siege durch K.O. Allerdings hatte jemand am Ende der Akte ein Wort gleich mehrfach unterstrichen. Unbestechlich. Okay, unbestechlich ist schon mal gut. So, jetzt können wir uns hier zu den anderen auch noch was anschauen. Ja, dann nehmen wir mal den nächsten hier. Unseren Rollstuhl-Löwen hier. Thorpe war vor dem Krieg ein kommender Footballstar gewesen. Bei seiner Rückkehr wurde er mit Ehrungen und Orden überhäuft. Nach Kriegsende setzte er seine Laufbahn fort. Er gewann 3 Saisontrophäen und eine Reihe von Auszeichnungen als wertvollster Spieler. Durch einen Unfall, bei dem er querschnittsgelähmt wurde, fand seine Laufbahn ein jähes Ende. Vor 4 Jahren rief er seine eigene Sportmarketingagentur ins Leben. Doch den Akten zufolge hat O'Leary gar nicht erst versucht, ihn zu kaufen. Oh ja, gucken wir uns mal Stones Akte an. Das ist ja der Boxer, gegen den Bobby Yale kämpfen soll, hier in 2 Wochen oder was. Laut seiner Akte war Stone so sauber und unbestechlich, dass sich O'Leary für einen subtileren Ansatz entschied. Als er sich von der Tennisspielerin Helen Moore trennte, brachte er sie offenbar mit Stone zusammen. Er hatte Glück, denn sie wurden ein Paar. Als ich die Akte gerade wieder zurückstecken wollte, hielt ich inne. Wollte ich wirklich wissen, was O'Leary über meinen guten Freund, den unbestechlichen Kommissar, in der Hand hatte? Natürlich will ich das wissen. Komm. Ich seufzte erleichtert auf. O'Leary hatte mehrmals versucht, Smirnoff zu kaufen. Ohne Erfolg. Zum Glück hatte O'Leary nichts gegen ihn in der Hand. Oder gegen mich.
Ja, weil Smirnoff kriegst du erst ab 18. So, Schreibtisch durchsuchen, ne? Klassiker. Wenn sie nicht mehr zusammen sind, warum hebt O'Leary dann so viele Aufnahmen romantischer Augenblicke mit Helen Moore auf? Weil er ein kleiner Messi ist, Junge. Limited Edition, Exemplar 2 von 3. Wir lauschen, wenn du es lauschen nennen möchtest, der sentimentalen Romanze. Deine Augen wirken wie der Mond. Okay, reicht, würde ich sagen. Was auch immer. So, ich habe hier noch so einen Aktenschrank gefunden. Mal gucken, welche Buchstaben da drin sind. Oha, Infos über meinen Kumpel Jake. Na denn, mach auf die Pappe. So seltsam es auch scheinen mag, O'Leary hatte Jake gerade deswegen als Leibwächter angeheuert, weil dieser eine absolut blütenweiße Weste hatte. Offenbar umgab er sich gern mit ehrbaren Leuten, wenn er sich unter die High Society mischte. Okay, top. Mein Best Buddy hat nichts zu verbergen. So muss das. Wen haben wir da noch? Ellen Moore. Das ist die Tennisspielerin, oder? Helen Moores Akte war mit Abstand eine der pikantesten. Sie war bloß eine durchschnittliche Tennisspielerin gewesen, bis O'Leary ihre Karriere durch abgekartete Partien in Schwung brachte und sie die Weltrangliste stürmen ließ. Allerdings hatte O'Leary schon seit über einem Jahr keine ihrer Partien mehr verschoben. Trotzdem war sie unbesiegt geblieben. Wie auch immer, es war klar, dass O'Leary mehr als genug in der Hand hatte, um ihre Karriere zu ruinieren. So, nochmal fürs Protokoll. Die ist jetzt mit dem Stone zusammen, mit dem Boxer, gegen den Bobby Yale kämpfen soll. Okay. Würde ich sagen, bisschen Kinngymnastik, wa? So, nachdenken, Miezekatze. Was kommt dazu? Was passt dazu? Das passt dazu, nee. Doch. Ich würde sagen, O'Leary hat Stone gedroht, Moores Karriere zu ruinieren. Irland, natürlich. Der Typ ist ja wie besessen. So, und Schrank Nummer 3. Ja, weiter. So, wen gucken wir uns an? Den Vater von Bobby Yale. Die Akte zu Yales Vater war die dünnste. Nur noch sein Name war übrig. Warum? Oha, vielleicht hat der O'Leary den aus dem Weg geschafft. Ja, dann schauen wir uns doch nochmal die Akte von unserem Toten an hier. Duns Integrität war legendär. Selbst in O'Learys halbseitigen Akten. Genau wie von Yale erwähnt, hatte Joe vor etwa einem Monat einen von O'Learys Leuten aus dem Boxclub geschmissen, den er beim Herumschnüffeln erwischt hatte. Okay, wir haben es jetzt ja verstanden. Er war ein Engel auf Erden und keiner hatte irgendwas gegen ihn in der Hand. So, gucken wir uns nochmal Cassidys Akte an. Das ist der andere Boxpromoter. Cassidys Akte war vielleicht die dickste in O'Learys Sammlung. Offenbar verband die beiden eine lange Rivalität. Deshalb hatten sie sich gegenseitig auf die unmöglichsten Arten und Weisen ausspioniert. Zumindest konnte ich bestätigen, was Yale mir gesagt hatte. Cassidy hatte Dunn bedroht, als dieser sich geweigert hatte, dem Verband der Manager beizutreten.
Das Geile ist ja, dass die es wirklich hingekriegt haben, dass du so einen Charakter siehst und weißt, der hat Dreck am Stecken, ne? Ich meine, das ist halt ein Walross, aber du siehst ihm halt sofort an, ne? Der ist nicht sauber, der Junge. So, und dann gucken wir dann jetzt noch mal in den letzten Schrank. Wird langsam anstrengend. Ob glückliche Fügung oder nicht, unter N bis R fand sich niemand, der etwas mit dem Fall hätte zu tun haben können. Okay, das Spiel kann Gedanken lesen. Feini. Mir gefällt nicht, wie der Fisch da in der Mitte mich anguckt, ey. Der hat doch was zu verbergen, das sehe ich doch. Der soll mal kleine Brötchen backen, Junge, Alter. Ich bin eine Katze. Fische sind meine Leibspeise, ey. Ein Crossler? Die gute Nachricht ist, dass ich dafür keinen Dietrich brauche. Die schlechte Nachricht ist, dass ich keinen Sprengstoff dabei habe. Okay, gut zu wissen. Nicht nur ich, sondern auch er machen schlappe Witze. So, sind da noch mehr Schubladen? Ja, Wolski. Uff da. Selbst dann hatte er eine Waffe in seinem Büro. O'Leary konnte also nicht die Ausnahme von der Regel sein. Dunn hatte $200 in seinem Tresor gehabt. O'Leary hatte etwa 20.000 in einer Schublade. Ja, dann Mantel auf und rein damit, Junge. Was los? Oh, ich lasse es natürlich liegen. So, aber dann war es das jetzt hier, glaube ich. Dann gehen wir mal wieder zurück in den anderen Raum. Vielleicht ist da noch was. Jake. Da kam jemand. Sind wir nun Helden der Arbeit oder nicht, Ingenieur? Es ist mitten in der Nacht. Ah, wo gehen wir hin? Hier ist nix. Scheiß Lappendo, der schon wieder. Okay. Try again. Jake. Da kam jemand. Ja, und ich weiß auch wer. Sind wir nun Helden der Arbeit oder nicht, Ingenieur? Es ist mitten in der Nacht. Und jump. So, und jetzt aber auf nach links hier. Beziehungsweise nach rechts. Und wir schieben los. Hier Überstunden. Hey Jimmy, was hältst du denn davon? Ich glaube, der scheißt sich gleich ein, Desmond. Wie kommt's, Jimmy? Wir rollen für dich den roten Teppich aus. Wir lassen dich sogar ins Büro vom Boss. Du bist ein richtiger Glückspilz. Man kann echt nicht sagen, dass ich dich nicht gut behandle, Jimmy. Ja. Rede, du Trottel. Ja. Also gut. Aber warum sind sie... Reg dich ab. Wie lange arbeitest du schon für mich, Jimmy? Drei Monate. Oh ja. Ich hab dich sofort angeheuert, als dein Vetter Martin gestorben ist. Ich brauche deinen Rat. Wie würdest du wohl jemanden bestrafen, der das Leben eines Unschuldigen durch Fahrerflucht ruiniert hat? Das weiß ich nicht. Und du, Wilson, was würdest du tun? Was würdest du unternehmen? Nein, bitte, nein. Ich hab doch gar nichts getan. Ich schwör's. Er war einer von den Guten. Natürlich war dir das klar. Du hast ihn ja besser gekannt als ich, oder? Er war ja mein Vetter. Deswegen habe ich dich ja angeheuert. Weißt du, Martin war ein guter Freund von mir. Und seine Witwe hat gesagt, du seist ein netter Kerl, der alles für einen guten Job tun würde und dringend Geld brauche. Und ich habe eine Schwäche für alle, die in Not sind.
Aber weißt du was? Ich habe mit ihr geredet. Ich glaube, es war erst gestern. Sie sagte, dass du mit der Knarre ein paar unanständige Sachen mit ihr gemacht hast, Jimmy. Oh, so geht man doch nicht mit einer Witwe um. Die lügt! Warum sollte ich denn wohl sowas machen? Was ist mit dem Kleinen? Bist du dir sicher, dass du wirklich weißt, wie lange so ein kleiner Junge mit dem Kopf in der Kloschüssel die Luft anhalten kann? Elender Bastard! Ich wollte das doch gar nicht. Das war seine Idee. Selbstlos wie ich nun mal bin, war ich froh, mein Leben nicht für Jimmy riskiert zu haben. Vielleicht hat ja nicht mal jemand wie er es verdient zu sterben. Aber man könnte auch argumentieren, dass ich es nicht verdient hatte, für jemanden wie ihn zu sterben. Wer ist dein Boss? Los, raus mit dem Namen! Cassidy, das war deine Idee. Er hat gesagt, sie heuern mich an, wenn ich der Witwe Angst erlange. Also schön, also ich hab schön. Nur beruhigen wir uns erstmal wieder. Wird alles gut. Mein Leben wird von zwei heiligen Grundsätzen bestimmt. Der erste Grundsatz ist die Liebe zu meiner Familie. Ich würde alles tun, um sie zu schützen. Der zweite Grundsatz ist, dass ich meine Zukunft niemals dem Schicksal überlasse. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Und ich würde sogar noch einen dritten Grundsatz hinzufügen. Oder noch präziser, eine Regel. Sollte irgendetwas oder irgendwer einen dieser beiden Grundsätze in Frage stellen, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Kapierst du langsam, wohin die Reise geht? Das erste Mal, als ich jemanden habe umlegen lassen, wobei ich ihn im Grunde nur verpfiffen habe. Nein, nein, ich würde gerne... Hör auf, mich zu unterbrechen, Jimmy. Das ist einfach unhöflich. Weißt du was? Wir belassen's einfach dabei. Du wirst diesem widerlichen Walross Cassidy eine Nachricht überbringen, nicht wahr? Ja, klar. Was immer sie sagen. Sicher, sicher. Bravo. Wie lautet denn die Nachricht? Ach, Jimmy, 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 mein Junge. Du kapierst es immer noch nicht, was? Du bist die Nachricht. Ekelhaft. Wickel den ein. Sorg dafür, dass Cassidy unser Paket zum Frühstück kriegt, ja? Ich hoffe, er erstickt dran. Verstanden. Okay, krasse Nummer. Hey, hey, hey. Na, wo steckst du denn, kleines Fischlein? Und wieder hast du dir meine Geschichte nicht zu Ende anhören können. Okay, komme ich da raus, ohne erwischt zu werden? Hammer! Sehr gut. So muss das. Profi halt. Okay, was mache ich? Komm, hier, ich tue so, als ob ich klingel. Ja, ich wollte hier mal gerade rein, ne? Wo willst du denn hin, miese Katze? Ja, einmal Chicken Süß Sauer, bitte. Nein! Zwei heilige Grundsätze gibt es in meinem Leben. Der erste ist die Liebe, die ich für meine Familie empfinde. Ja, Moment mal, Bello, die Ansprache kenne ich doch, Junge. Der zweite. Ja, nichts dem Zufall überlassen hier. Niemals die Zukunft dem Schicksal überlassen. Ja, oder so halt. Ich gehe immer auf Nummer sicher.
Ich weiß, wo. Und ich würde sogar noch einen dritten Grundsatz hinzufügen, oder noch besser, eine Regel. Sollte irgendetwas oder irgendjemand einen dieser beiden Grundsätze, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Das erste Mal, als ich jemanden habe umlegen lassen, wobei ich ihn eigentlich nur verpfiffen habe. Nun, der Kerl ist im Hudson River gelandet, direkt bei Pier 27. Der muss mittlerweile nasser als ein Fisch sein. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Was einem so in den Sinn kommt, wenn man glaubt, man muss gleich sterben. Plötzlich konnte ich an nichts anderes mehr denken als daran, wie gern ich doch einen Fisch als Haustier gehabt hätte. Wie auch immer. Ich war 14 Jahre alt. Ich träume heute noch von ihm, von seiner Witwe und seinem Sohn. Spätestens da stand für mich fest, dass ich mir einen Fisch kaufen würde. Doch zuerst... So war das nun mal. Nie wieder. Heutzutage bereue ich nie etwas, ob ich nun selbst abdrücke oder nicht. Ich weiß nicht, es scheint mir sogar irgendwie Spaß zu machen. Ja, Junge, erstmal Spannermodus. Der hört sich ja unglaublich gerne selber reden. Falls irgendjemand noch Zweifel daran haben könnte, wer hier der Boss ist, lege ich meine dreckigen Schuhe auf diesen Luxustisch, um zu beweisen, dass das alles mir gehört. Ja, so mache ich das auch immer mit meinem IKEA-Tisch hier, ne? Der Typ zögert nie beim Abdrücken. Selbst wenn ich nicht gesehen hätte, was er Jimmy angetan hat, hätte ich doch gewusst, dass er nicht blufft. Seine Pupillen sind geweitet und ein kleines Lächeln umspielt seinen Mund. Dieser Wichser genießt das. Dieser alte Doofmann, der... Wenn ein Mafia-Boss seine Liebe für seine Familie kundtut, dann kann das nur bedeuten, dass er a. nicht zögern würde, deine eigene Familie zu zerstören und b. dass er seine Frau betrügt. Ich wusste, dass ich es schaffen konnte, lebendig dort wieder herauszukommen. Ja, dann erstmal Kinnkratzen ohne Kinnkratzen. Nein, O'Learys Frau hat eine Affäre mit Colbert. Soll ich das O'Leary auf einem Silbertablett servieren oder Colbert drohen, damit er mich aus dieser Scheiße herausholt? Und tja, das war's, glaube ich. Wissen Sie was, Blackset? So weit bin ich noch nie gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Sie gehen mit Stil von der Bühne. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, weil ich Sie respektiere. Auch das, was Sie sagen. Colbert schickt mich. Was? Spiel mit, Junge, sonst stecke ich dir das Horn dahin, wo die Sonne nicht scheint. Ich? Niemals. Oh, doch, doch, Junge, erinnere dich. Mach mit jetzt. Du hast was getan? Colbert? Wann? Also... Rede, Junge. Ja, weißt du noch, in dieser Bar, Ecke 33. und Main Street. Erinnerst du dich nicht mehr an diesen frechen Besoffenen? Nein. Alter, du Rindvieh. Was nehmen wir? Na komm. Der hat damit angegeben, dass er seinen eigenen Boss verarscht. Hä? Ja, seltsame Zeiten, was? Ja, und du hast mir dazu gratuliert, dass ich Yale gefunden und dir das Leben gerettet habe. Mehrmals. Ist überhaupt nicht auffällig, wie ich ihm hier die Worte in den Mund lege, aber es macht ja nichts, ne? Gott sei Dank sind ja alle doof und keiner checkt irgendwas. So, jetzt die richtige Antwort auswählen. Dann hast du mir versichert, dass O'Leary sich bei mir bedanken würde. Also, ich habe das zwar nicht so ausgedrückt, aber ja. Und dann hast du mir gesagt, ich soll herkommen und den Boss doch selbst fragen. Ja, ich finde, du hast dir das verdient, oder Desmond? Oh, Blacksad. Danke sehr. Kein Thema, Struppi. Und es tut mir leid, dass ich voreilige Schlüsse gezogen habe. Zuerst werden sie einfach so von Wilson verprügelt.
Und jetzt sind wir hier. Als sie uns anvertraut haben, was sie in Yales Apartment entdeckt hatten, tja, da wollte ich ihnen irgendwie schon glauben. Aber natürlich ist ihnen klar, dass man auf dieser Welt niemandem trauen kann. Nehmen Sie, ist nur fair. Ja, gib her die grünen Waschlappen. Kommt in eine Portokasse. Na dann los. Nimm mal B. Danke, ist bei mir gut angelegt. Ein Rat. Legen Sie es schlecht an. Macht mehr Spaß. Alles klar. Blackjack und Nutten. Ja, den Rennenmantel und dann würde ich jetzt gern mal nach Hause gehen, ne? Dann, ja, Glücksrad fängt gleich an, ne? Und das würde ich gern gucken, ne? Also, ne? Ciao. So. Oh, Blackset. Junge, jetzt wächst mir hier mal die Krawatte. Ist das nicht eine eher seltsame Zeit für einen Besuch? Ihre Nachricht war wichtig, aber doch nicht so dringend. Die hätte auch bis morgen warten können. Meinen Sie nicht? Pass mal auf, Willywurf, ich mach, was ich will. Und jetzt, geh ich. Wir Katzen und Wölfe jagen nachts. Okay, Alter, das war eine smarte Antwort. Ich wünschte, ich würde gerade an einem Noir-Roman schreiben. Dann könnte ich den Erzähler ein paar pointierte, ironische Anmerkungen anbringen lassen, um zusammenzufassen, was ich gerade durchlebt habe. Die düsteren Gassen von New York erinnerten mich an den Zustand meiner Seele. Nein. Der Herbst hing über mir wie... Der Herbst traf mich mit der ganzen Macht meiner längst verlorenen Jugend. Nein, das ist es nicht. Der Herbst kam mit der ganzen Wucht des schlechten Gewissens über mich. Oh, noch schlimmer. Alles klar, Freunde. Spannermodus. Was war das denn für eine Aktion jetzt hier? So, wo? Die gehen weg. Was ist das? Gangjacke. Alles klar. Den schnapp ich mir. Der Herbst kündete vom eisigen Hauch des nahenden Todes. Medioker. Aber immerhin wahrheitsgemäß. Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten erwachte ich am nächsten Morgen klaren Blicks und guter Dinge. Und ich hatte den unbekannten Angreifern zu danken. Die Prügel hatte ihren Tribut gefordert. Doch zum ersten Mal seit Monaten hatte ich wie ein Baby geschlafen. Jo, damit werden deine Neigungen auch geklärt. Bitte, Helen, Konzentration. Na gut, 5 Minuten. Gleich geht's mit der weithändigen Rückhand weiter. Special Agent Mulder, FBI. Ich hab da mal ein paar Fragen an Sie. Also, Mr. Blackmore, was kann ich für das FBI tun? Ja, ich hätte gern Salami-Brötchen mit ein bisschen Käse dabei, vielleicht ein bisschen Schnittlauch überstreuen, das wäre ganz nett, ja. Und eine Cola, Coke Light bitte. Und vergessen Sie das mit der Coke Light, ich will eine Pepsi, Alter, mit viel Zucker. Und ein Bier mit Tzatziki und einer Kerze drin, das hatte ich lang nicht mehr. Das will mir hier auch keiner geben, ich weiß gar nicht warum. Was jeder wahre Amerikaner tun sollte, auf der Welle des Erfolgs reiten, möglichst in globalem Maßstab. Ja, natürlich. Wir müssen die Kommunisten auf jedem Schlachtfeld schlagen. Ob in Korea, auf einem Sandplatz oder in Wimbledon. Aber das meinen sie ja gar nicht, oder? Können wir vielleicht unter 4 Augen reden? Alec! Komme!
Sie haben 4 Minuten, Mr. Blackmore. Also, machen Sie das Beste draus. Du bist ja ein Früchtchen, Alter. Ich bin vom FBI. Ich habe so viele Minuten, wie ich haben will. Die ist ja noch hochnäsiger als meine eigene Klientin, ey. Was geht denn hier? Man sagt, Sie hätten zurzeit ein Verhältnis mit Al Stone, dem Boxprofi. Stimmt das? Wow, das FBI weiß wirklich, was es tut. Wen von den 100 Millionen Amerikanern, die davon wissen, haben Sie denn erpresst, um an so streng vertrauliche Informationen zu kommen? Reden Sie doch nicht um den heißen Brei herum. Wir wissen, warum Sie mit dem zusammen sind. Ach, dann stehen Sie also auch auf seinen Bizeps. Desmond O'Leary hat Sie beauftragt, Stone zu verführen. Warum? Was? Nein. Ich habe Al zufällig getroffen, bei einer Party. Einer Party von Desmond O'Leary. Nein, das kann nicht sein. So gerissen kann doch niemand sein, selbst er nicht. Verdammt, ich hasse diesen Mistkerl. Das ist ein Wolf, Junge. Von welchem Planeten kommst du denn, du Truller? Wir wissen von Ihnen und Desmond O'Leary. Wow, Ihr Scharfsinn verblüfft mich immer wieder. Ach, verstehe. Beim FBI werden die Sandwiches in Klatschblätter eingewickelt. Die Sache ist... Also... Wissen Sie, ich würde gern diesen Teil meiner Vergangenheit ungeschehen machen, aber... Egal. Bereuen Sie etwas? Werbung bringt mehr Geld als Trophäen. Ist das zu glauben? Mit einer so zwielichtigen Gestalt in Verbindung gebracht zu werden, kann meinem Ruf nur schaden. Glauben Sie mir, man sollte sich niemals mit einem verheirateten Mann einlassen. Ja, und von Rotkäppchen weiß ich schon gar nicht mit einem Wolf. Uns ist bekannt, dass Sie in Ihrem ersten Jahr als Profi bei mindestens 6 Partien im Vorfeld Absprachen getroffen wurden. Und? Sie haben alle davon gewonnen. Wollen Sie mich beleidigen? Auf dem Platz gebe ich alles. Es ist nicht meine Schuld, wenn meine Gegnerinnen das anders sehen. Sie können die gerne vernehmen. Wie auch immer. Jetzt weiß ich, warum Sie O'Leary erwähnt haben. Was haben Sie wirklich gegen ihn in der Hand? Und sagen Sie jetzt nicht illegales Glücksspiel. Illegales Glücksspiel. Bedauere, das sind vertrauliche Informationen. Ich meine das ernst, Miss Moore. Amerika kann es sich nicht leisten, dass jemand seine Grundfesten so erschüttert. Und Amerikas Liebling kann sich das auch nicht leisten. Helfen Sie uns. Reden Sie mit uns. Und warum sollte ich, Mr. Blackmore? Was habe ich zu gewinnen? Oder zu verlieren? Ja, wenn Sie hier jetzt mitmachen, kriegen Sie einen von 3 wertvollen Sachpreisen. Oder Sie nehmen Tor Nummer 3. Unser Land steht vor gewaltigen Problemen, die nach gewaltigen Lösungen verlangen. Möchten Sie Teil des Problems oder Teil der Lösung sein? Eigentlich ist es ganz einfach. So, und wie jede gute Sportlerin, beziehungsweise wie jeder gute Sportler, erstmal die Zichten rausholen. Kann die sich glücklich schätzen. So, und was gibt's jetzt hier zu sehen? Ist das da die Marke oder was? Was ist das? Aha. Haben Sie Feuer, Sir? Das war ein Geschenk von O'Leary. So, jetzt im Feuer geben wir die erste Sahne, Junge. Die perlweißen Zähne von jemandem, der kaum raucht. Mache ich Sie nervös? Ja, wahrscheinlich. Mist. Fast kein Benzin mehr. Ja, und nu? Ich bin echt der Profi im Anmachen hier. Soll ich Ihnen meinen Trick verraten? Erst nach unten, dann nach oben, dann wieder nach unten. Aha, das ist ein krasser Trick. Ja, dann, wie soll ich das jetzt machen? Unten? Fast. Was? Wie jetzt, Junge? Ach so, okay. Alles klar. Na, guck an. Danke. Bitte. So, und jetzt Zähne auseinander. Ich will was hören. Ich weiß nicht, was Sie von mir hören wollen. Junge. Sie versuchen, O'Leary etwas anzuhängen. Vielleicht aus gutem Grund. Aber bei mir sind Sie an der falschen Adresse. Glauben Sie mir, wenn ich auch nur die leiseste... So, Helen, es ist Zeit fürs Rückhandtraining. Avanti! Rauchen Sie?
Alter, in diesem Spiel rauchen sogar die Fische, Junge. War mir ein Vergnügen, Mr. Blackmore. Hast du mein Wasser mitgebracht? Ja, und das war's schon wieder aus der Welt des Wettbetrugs und Boxsports. Ich krieg noch raus, wie das alles hier zusammenhängt. Darauf könnt ihr einlassen. Aber jetzt erstmal ab nach oben, Schlaf hier an und Zähne putzen. Abonnieren, liken, kommentieren nicht vergessen. Und wer fleißig die Glocke rubbelt, bekommt die nächste Folge. Völlig kostenlos. Und bis dahin niemals vergessen, quatscht ein Wolf dich von der Seite an. Unterbrich ihn nicht. Dann lebst du lang.